Hallo, mein Name ist Diplombiologe Tobias Dornbusch und ich habe 1995 angefangen, mit Elefanten in Zoos zu arbeiten und über Elefanten zu studieren. Moin! Moin, gut, moin! Heute geht es wieder um ein Video Hollywood vs. Reality und zwar heute um den Film Elefantenboy von Kipling, von der Geschichte aus dem Dschungelbuch von Kipling. Und dazu gleich mehr nach dem Intro. In diesem Zusammenhang noch Dankeschön an Johannes für die Anregung dazu, dieses Video zu machen. Ja, jetzt geht es um den Film Elefantenboy. Im Original heißt der Film Elephant Boy und er kommt aus einer Geschichte aus dem Original Dschungelbuch von 1894 von Rudyard Kipling. Und der Originaltitel ist To My of the Elephants oder auf Deutsch To My, der Liebling der Elefanten. Das ist ein Kapitel aus dem Original-Dschungelbuch, wo auch Mowgli, Bagheera und Baloo in weiteren Kapiteln drinstehen. Nun aber zum Film von 1937, von den Engländern in Indien gedreht, London Studios, und der Hauptdarsteller ist ein 13-jähriger Junge namens Sabu, der hier eben den Tumai spielt. Film 1937, gedreht von den Engländern in Indien. Wie gesagt, das waren Zeiten wie auch Tarzan mit Johnny Weissmuller 1931 oder King Kong und die weiße Frau von 1933 und eben 1937 der Film Elefantenboy, The Elephant Boy. Und der Film, das kann ich noch ergänzen, es gibt zwei Regisseure, einmal Soltan Korda, der hat so die Dialoge gedreht, und dann noch Robert Flattery, der hat die Tieraufnahmen gedreht und war ursprünglich übrigens Dokumentarfilmer. Der Film ist natürlich ein ganz gutes Zeugnis. Der Inhalt ist, dass die Engländer Elefanten fangen wollen in Indien und dazu Mahouts beauftragen mit Arbeitselefanten, die bereits eingebrochen sind, so wird es auch im Film genannt, und mit diesen weitere Elefanten zu fangen. Unter anderem ist dieser Junge dabei, der Sohn eines Mahouts, und er hat einen der größten und stoßzahntragendsten Elefanten. Und sie wollen dann in den Dschungel Elefanten fangen gehen, aber sie haben 6 Wochen lang keinen Erfolg. Es werden keine wilden Elefanten gesichtet. Der Vater wird von einem Tiger getötet und daraufhin übernimmt ein anderer Mahout den stoßzahntragenden Elefantenbullen. Der wird aber vom Elefantenbullen angegriffen. Und nur der kleine Junge hat noch Kontrolle über diesen Elefanten. Er flieht dann mit diesem Elefanten in den Dschungel, weil er befürchtet, dass der Elefantenbulle als unberechenbar gilt und getötet wird. Und entdeckt dann im Dschungel mit seinem großen Elefantenfreund die wilden Elefanten und entdeckt ein Geheimnis, nämlich dass diese nachts in der Natur tanzen. Ja, und dann verrät er die Ortschaft, wo sich die Elefanten verstecken, den Elefantenfängern. Und dann fangen sie ganz, ganz viele Elefanten ein. Und der Junge wird dann von allen verehrt als Tumai of the Elephants. Gut, das ist also kurz gesagt der Inhalt des Films. 3 Szenen habe ich ausgewählt, die ich mal ein bisschen beleuchten möchte. Schauen wir uns mal die erste Szene dazu an. Da geht es um den Elefantenjungen
und wie er mit dem Elefantenbullen umgeht. Er tut mir nicht. Komm, Kalana, komm. Und jetzt bist du schön artig und machst sowas nie wieder. Ja, was wir hier im Film sehen, ist, dass der Junge offenbar die Kontrolle über diesen Elefanten hat. Das ist wahrscheinlich etwas unrealistisch, dass ein 13-Jähriger die Kontrolle über einen Elefanten hat. Aber Fakt ist natürlich, mit den asiatischen Traditionen der Arbeitselefanten und der Mahouts stehen die Elefanten unter der Kontrolle des Menschen. Wir sehen aber auch im Film, dass dies nur mit Bestrafung funktioniert. Das hat der Film noch relativ offen mehr oder weniger gezeigt. Ja, und so ist es halt auch in der Realität. Der Mahout ist nicht der gute Freund des Elefanten, weil es so eine romantisch anmutende Beziehung zwischen Elefant und Mensch gibt, sondern der Elefant gehorcht dem Mahout aus Furcht vor Bestrafung. Und dies funktioniert natürlich nicht immer. Es kann auch sein, dass ein Elefant sich dagegen auflehnt und dass ein Elefant dann beginnt, den Mahout oder auch andere unbeteiligte Menschen anzugreifen. Es gibt keine Garantie, dass ein Leben lang der Mahout die Oberhand über den Elefanten hat. Ganz besonders mit Elefantenbullen, die in die Mast kommen. Und mein Eindruck von dem Elefantenbullen im Film ist auch, dass dies noch ein relativ junger Bulle ist, vielleicht so 13, 14 Jahre alt. Ich arbeite in Jerewan mit einem Elefantenbullen, der gerade 13 Jahre alt ist. Und der hat zwar nicht so lange Stoßzähne, aber von der Bodymaßen her erscheinen mir beide Elefanten doch recht ähnlich. Ich würde sagen, der im Zoo Jerewan ist sogar etwas massiger. Also spätestens mit 13, 14 Jahren fangen dann auch meistens die Probleme mit den Elefantenbullen an. Aber auch Elefantenkühe können natürlich gefährlich werden. Und es gibt bei dieser traditionellen Haltungsmethode durchaus sehr viele Angriffe auf Menschen, sehr viele Unfälle. Es ist ein außerdem Haltungssystem, das nicht in Ordnung ist von der Tierschutzaspekt her, sondern ich würde sagen, es ist ein tierschutzrelevantes Haltungssystem. In modernen Elefantenhaltungen, in Zoos, Safari-Parks oder Elephant Sanctuaries, wo Elefanten im Protected Contact gehalten werden, ist das wesentlich besser gelöst. Ja, man muss natürlich sagen, der Film ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet oder auch das Buch. Das ist ja nun schon über 100 Jahre alt, das Buch. Und auch bis zuletzt war es ja so, dass der direkte Kontakt zu Elefanten in Ordnung war. Ich selber bin auch auf Elefanten geritten in den 1990er Jahren, als ich angefangen habe, mit Elefanten zu arbeiten. 1995 im Krefelder Zoo auf der Jedu, die lebt aber heute im Zoo Belfast im Protected Contact. Auch im Zirkus, zum Beispiel im American Circus, dem größten Dreimanegen-Zirkus der Welt, 1997 habe ich auf einem Elefanten draufgesessen. Oder auch bei meinen ersten Südostasien-Reisen, zum Beispiel nach Thailand im Jahr 2001. Aber
Seit 2009 arbeite ich eigentlich nur noch im Protected Contact mit Elefanten. 2009 habe ich angefangen und seitdem habe ich den Protected Contact auch in einer ganzen Reihe anderer Zoos eingeführt. Und der Protected Contact ist bei mir schon das Mittel der Wahl und der direkte Kontakt wird von mir heutzutage nicht mehr geschätzt, sondern als unmodern angesehen. Ja, kommen wir zur nächsten Szene in diesem Film. Jetzt wirst du mir gehorchen. Du verzehrendes Vieh. Ich werde dir zeigen, wer dein Herr ist. Du elendes Biest. Ja, in dieser Szene haben wir gesehen, dass der Mahut den Elefanten erst bestraft, weil er ihn unter Kontrolle bringen will. Und dann greift der Elefantenbulle den Mahut an. Genau so etwas ist das, was ich gerade schon sagte, was auch leider in der Realität passiert. Hier in diesem Film wird zwar die Beziehung zwischen Mensch und Elefant etwas glorifiziert, etwas romantisch dargestellt, aber an manchen Stellen ist man dann so ehrlich und zeigt auch die Kehrseite der Medaille, nämlich die Bestrafung der Elefanten und die Unfälle, die dabei entstehen können, dass Elefanten sich gegen den Menschen auflehnen, weil sie durch diese Bestrafung das Feindbild Mensch in ihrem Kopf verinnerlichen. Ich denke, darauf bin ich jetzt zu Genüge eingegangen. Vielleicht noch eine kleine Szene, die so einen Amoklauf von Elefanten in letzterer Zeit in Indien zeigt, dass das also auch heute noch ein aktuelles Thema ist. Gut, und jetzt schauen wir uns mal die nächste Szene an, die ich zu diesem Film ausgewählt habe. Ja, in dieser Szene
geht es um wilde Elefanten. Für 1937 glaube ich, dass in dem Film durchaus einige interessante Freilandaufnahmen dabei waren. Aber dieses Geheimnis, was der Junge da entdeckt, nämlich, dass die Elefanten nachts tanzen, das sind natürlich keine Freilandaufnahmen, sondern das sind Aufnahmen, die mit Arbeitselefanten gestellt wurden. Und dieser Elefant, der da so dirigiert, naja, der greift mit seinem Rüssel wahrscheinlich nur nach einem Apfel oder ähnliches. Und die Szene wurde dann mehrfach vor- und zurückgespult. Und die anderen Elefanten, die heben einfach auf Kommando, Lift wahrscheinlich die Vorderbeine. Und bei manchen Elefanten sieht man auch ganz klar, dass sie mit dem Kopf weben. Eine Stereotypie, die eindeutig in dem Film auch an anderen Stellen noch zu sehen ist, wo man ganz klar sieht, diese Elefanten sind Stereotyp. Hat jemals ein Mensch in Indien gesehen, dass wilde Elefanten tanzen? Nein, niemals. Na, da muss Tumai ein Auserwählter sein. Das ist das richtige Wort. Fast 40 Jahre jage ich nun schon Elefanten. Aber noch niemals habe ich so etwas erlebt wie dieses Kind heute. Bei allen Göttern des Dschungels, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Einen Auserwählten? Und ich habe mich über ihn lustig gemacht, ohne die Wahrheit zu ahnen. Alle mal hierher kommen. Ich habe was zu sagen. Das ist kein Tanzen der Elefanten, das ist Stereotypie. Also natürlich, wilde Elefanten tanzen nicht. Das ist ein Märchen in diesem Film, in dem Buch und auch in dem Film nur eine Legende, die nicht stimmt. Insofern, der Mann, der für die Tieraufnahmen verantwortlich ist, war zwar Dokumentarfilmer, aber er muss sich natürlich hier trotzdem ans Skript der tanzenden Elefanten halten. Die gibt es nicht. Das waren gestellte Aufnahmen. Die Elefanten haben nach einem Apfel oder irgendwas nach Futter gegriffen. Sie haben auf Kommando ihre Füße hochgehoben und sie haben stereotyp mit dem Kopf hin und her gewackelt. Das ist natürlich kein Tanzen und das waren auch keine Freilandelefanten in dem Fall, sondern das waren Arbeitselefanten. Ja, in diesem Zusammenhang nochmal ganz kurz ein Video, das dann wirklich wilde asiatische Elefanten im Freiland zeigt, damit man auch sowas nochmal gesehen hat. Ja, das ist dann doch nochmal erfrischend, neben diesen Fake-Informationen. Natürlich aufgrund eines Märchens, aufgrund eines Kinderbuches, da bin ich dem Autor ja nicht böse drüber, aber dann doch nochmal echte Aufnahmen von wilden Elefanten im Freiland zu sehen, wie sie grasen, wie sie in ihrem Sozialverhalten agieren, wie sie ihre Jungtiere aufziehen, wie die Tanten und älteren Geschwister, die Mutter unterstützen, die Kleinsten aufzuziehen und so weiter. Wie ein Elefantenbulle durch die Herde durchgeht und schnüffelt, ob ein Weibchen in der Gruppe geschlechtsreif ist oder paarungsbereit ist, besser gesagt. Ja, aber das war meine kleine Analyse zum Film Elefantenboy von den London Studios von 1937. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.